einen wunderschönen Samstag auf meinem Kanal. Ja. Viele Menschen mit Behinderung und psychischer Erkrankung haben manchmal so Tage, wo sie wissen, heute geht alles schief. Heute passieren Sachen, ja, und sie spüren das manchmal auch im Inneren. So wie gestern. Gestern kam meine neue SIM-Karte, weil meine hatte einen Defekt oder beziehungsweise einen Riss drin. Ich bin jetzt so vor circa 3 Wochen auf der Straße gestürzt, mal wieder, wo dann hier so Plastikdinge nach oben geschossen sind und die ich nicht gesehen habe wegen den Augen. Jo, und da ist ein Riss dann doch in die Karte gekommen. Gestern habe ich eine Ersatzkarte gekriegt, tun einen Slot aufmachen und so weiter, für die Karte rein und die Speicherkarte. Auf einmal, da geht die Karte, der Slot mit uns schreiben. Ich hantiert mit Nadeln und so weiter, aber es ging nicht. Was mache ich jetzt? Es war schon abends. Was mache ich jetzt? Macht das überhaupt jemand für mich? Und naja, gut, war dann heute beim Mediamarkt, aber ich habe es gemacht. Ich war gestern fix und alle. Da war ich schweißgebadet, mir war es übel, ich habe fast erbrochen. Da geht dann die Psyche sehr schnell nach unten. Das ist, man fängt an zu zittern, wie jetzt schon wieder. Es ist nicht einfach. Depressiv zu sein ist kein Ponyhof. Ja, und wer meint, Menschen mit Depressionen nachmachen zu müssen oder ihnen was zu erzählen vom Pferd, ist nicht immer so prickelnd. Ja. Psychisch krank zu sein ist kein Ponyhof, nein. Aber wenn man das seit schon 13, 14, 15 Jahre hat, so ein Dreh, ja, immerhin hat so eine Kindheit angefangen, nur leicht, es ist nicht immer einfach. Und es ist auch nicht immer einfach, Menschen kennenzulernen, Menschen zu haben, die zu einem stehen und akzeptieren einen, so wie du bist. Ja. Und nicht dauernd auf die Phasen rumtrampeln und eigentlich dich gar nicht haben wollen und will, nur, ach ja, der hört gut zu. Ja, aber wir Menschen mit Behinderung und Erkrankung sind mehr als nur einer, der zuhört. Wir wollen akzeptiert werden, wie wir sind. Wir wollen keinen Behindertenbonus oder sowas, nein. Wir wollen so genommen werden wie ein Nichtbehinderter. Das ist das. Und nicht, wir wollen irgendeinen Bonus. Nein, wir wollen keinen Bonus. Wir wollen von Menschen behandelt werden, wie du, du und du, der keine Behinderung hat. Keine einzige. So wollen wir behandelt werden. Ja, wir wollen als Mensch gesehen werden, nicht als irgendein Gegenstand. Das ist das in der Gesellschaft, was fehl läuft. Das läuft fehl. Das merke ich an der Klinik zu suchen. Ja. Jeder reigt sich auf die Persönlichkeitsstörung, die ich habe, und er ist ganz toll. Ja, jetzt kommen sie damit. Ja, ich habe Hirnschäden. Sie ist im Rollstuhl. Denke ich mir, hey, wo sind wir denn hier? In welcher Gesellschaft leben wir? Nur weil einer einen Hirnschaden hat, einen Spastik hat, ist er gleich querschnittsgelähmt und sitzt in ihrem Rollstuhl? Ich finde, in unserer Gesellschaft, und das ist egal, glaube ich, in welchem Land, ob es Deutschland ist, Österreich, Schweiz oder sonst wo, Menschen mit Behinderung sind langsam auf der Stufe eines Obdachlosen. Ja? Eines Obdachlosen. Und wenn es gar schlimmer, das sind meine Empfindungen, meine. Und ich sehe es ja, wie es gerade läuft. Das heißt immer, wer Hilfe will, kriegt Hilfe. Psychologentermine zu finden. Sex am Lotto. Ja, finden wir ja gar nicht. Absage, Absage, Absage. Und dann wundern sich hier die Kliniken. Ja, warum haben sie keine? Ja, wenn man keine kriegt, kann man auch keine haben, ja? Das ist das halt. Aber auch wir psychisch Kranke sind ja nicht immer nur traurig. Nein, wir sind nicht immer nur traurig. Aber wir sind eins nicht, da oben, nicht ganz bei sich. Wir sind durch diese Episoden manchmal anders. Wir reagieren anders. Wir wiederholen vielleicht auch Sachen, die gar nicht wiederholen sind. Aber wir merken das nicht immer. Ja? Oder wir sind auf einmal so ganz fröhlich und dann auf einmal macht es bumm. Und es funktioniert nichts mehr. Reden fällt schwer, denken fällt schwer, laufen fällt schwer. Ja? Und man kann manchmal nicht mehr einschlafen. Das ist ein
Manchmal ein Teufelskreis. Ein Teufelskreis. Und jeder, der meine Videos schlecht findet, gut. Muss man sich ja ansehen auf YouTube oder sonst wo? Nein. Ich zwinge niemanden dazu. Aber ich habe eine, wenn nur eine kleine Fanbase, da bin ich stolz drauf. Ja? Ich brauche keine Millionen von Zuschauern. Ich brauche die, die es interessiert. Und mir bedeutet es viel, wenn Betroffene mir schreiben, dass sie ihre, meine Videos, wenn ich mal machen würde, vermissen würden, dass sie sich an diesen Videos hochziehen. Ja? Und auch Nicht-Betroffene, die mir schreiben, es ist gut, dass es jemanden für mich gibt, der darüber reden kann. Ja? Weil sie können sich da mehr reinversetzen. Aber es gibt natürlich die möchte gern, die meinen, sie wissen alles. Und das Schlimme kann es ja nicht sein. Stell dich nicht so an. Geh raus. Draußen scheint die Sonne. Und. Das ist aber nicht immer so einfach, rauszugehen für Betroffene mit schwer psychischen Erkrankungen. Bei mir ist es letzte Zeit noch schwerer geworden. Wenn ich Therapie nicht hätte, würde ich wahrscheinlich gar nicht mehr rausgehen. Ja, und das ist dann noch ein größerer Teufelskreis. Ja, es ist schon schwer, diese Krankheit zu akzeptieren. Es ist schon schwer, wenn es Tage gibt, wo du nicht mehr aufstehen kannst, wo der Gang zur Toilette oder sich duschen zu gehen eine riesen Herausforderung darstellt. Es kann nicht jeder verstehen. Und auch durch die vielen Tabletten und auch durch die Episoden kann man Hautprobleme kriegen. Manchmal meint man, der Kopf juckt und er juckt gar nicht. Ja? Das ist ein Teufelskreis. Es ist ein Teufelskreis. Und wir mit Depressionen, egal welche, wir sind nicht dumm. Wir merken irgendwann, wenn uns Menschen verarschen wollen. Ja. Manchmal ist es zu spät. Aber manchmal ist es besser, die Reißleine zu ziehen von bestimmten Menschen, die einem wirklich nicht gut tun. Nein. Und wir sind halt anders. Wir spüren bestimmte Sachen anders. Auch gerade ich mit meiner Sehbehinderung höre Sachen in Stimmen und denke mir, was stimmt mit dieser Person nicht. Versteht auch nicht jeder, dass das so sein kann. Aber gerade bei Blinden ist das ja auch so. Die nichts mehr sehen, müssen sich aufs Gehör verlassen. Und so ist es bei mir auch. Ich habe mal nur 10% Sehkraft gehabt. Schon länger her, aber dann hört man halt mehr aufs Gehör als andere. So, das war's dann wieder von mir. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder zu meinem nächsten Samstagsvideo. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.